Eine 24 Jahre alte Amerikanerin hat im Wanderurlaub im österreichischen Dachsteingebirge eine Sprenggranate gefunden. Sie nahm den Blindgänger mit ins Hotel, machte das Fundstück noch im Waschbecken sauber, um den Koffer nicht dreckig zu machen, und fuhr damit zum Flughafen Wien-Schwechat, um das gute Stück als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Am Flughafen zeigte sie den Zollbeamten die Granate, um sie offiziell anzumelden. Die Gepäckhalle und Teile der Ankunftshalle wurden gesperrt. Das rund 30 cm große Kriegsrelikt wird der kontrollierten Sprengung zugeführt. Aus Österreich bekommt die Urlauberin trotzdem ein Souvenir, eine Anzeige wegen fahrlässiger Gemeingefährdung, wie es von Amts wegen heißt.